Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 Remake Intermission, das Yuffie DLC. Wir stehen hier gerade in einem sehr komischen Licht. Wir sehen sehr komisch aus. Und ja, wir sind hier immer noch in dem Shinra-Gebäude, in der Waffenabteilung, war glaube ich offiziell der Name. Wir sind immer noch auf der Suche nach der ultimativen Materia, haben wir so ein bisschen hier an der großen Maschine in der Mitte jetzt rumgearbeitet, um den Strom einzuschalten, weil wir gedacht haben, wir haben da drinne die. Ich kann mich da heilen? Geil. Okay, hätte ich jetzt nicht gedacht. Oh, habe ich einige andere Heiloptionen auch so verpasst dann? Cool. Ich kann also meine Werte anschauen. Ja. Alles klar. Gut. Yuffie meint, hier ist die ultimative Materia. Wir haben den Strom eingeschaltet. Guck mal, was da drin ist, ne? Da ist nichts drin, ne? Doch, da ist Materia drin, sogar. Das ist keine ultimative Materia. Was ist? Verdammt nochmal! Es fehlt eine Gardistin, ich will Materia! Was ist denn da kaum durch die Tür da? Soll ich jetzt schon mal wieder nehmen schlagen? Meine Musik kenne ich. Was ist Musik? So, Immun, Magie, leicht resistent. Also hier muss ich normal angreifen, alles klar. Oh. Was zum? Ganz ruhig, Leute, ganz ruhig. Muss ja nicht immer so gleich übertreiben, okay? So, setz du mal deinen neuen Ding ein hier, aufstacheln. Ah. Kann ich hier hoch? Nein, ich kann da nicht hoch. Ah. Die Musik kommt mir noch nicht bekannt vor. Ich bin auch am Blocken, Mann. So, aufstacheln bitte. Warum hat denn noch voll AP fast? Ja. Ich glaube, der explodiert, ja. Boah. Tanz der Drachen, geh mal auf den Dicken los, bitte. Boah. So, ich habe auch nicht gesehen, ob die irgendwie was so zum Klauen. What? Nein, 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 ich bin ja weg. Zuerst dann Stuhl zum Sitzen, ey. Ich bin aber leicht tot. Ah. Was ist das? Ah, jetzt bin ich aber tot. Aua! Was war das denn jetzt wieder? Na, ich habe keine Angriffsmagie. Stimmt. Wenn ich vorher, man sich dann leicht heilen kann, gleich. Und worauf haben Sie es abgesehen? Oh, Ihr Verhalten ist widersprüchlich. Es gibt kein Muster, aber Sie scheinen eine Materie zu suchen. Wirklich? Du willst mir im Ernst sagen,
dass sie nur dafür bis hier vorgedrungen sind? Bisher sieht es so aus. Das enttäuscht mich jetzt aber. Egal. Stell mich zu ihnen durch. Ja. Ich hoffe, ihr amüsiert euch. Ah! Ihr habt euch ein Hologramm schon solch einen Schreck ein. So. Ja. Ihr extra von weit angereist seid. Sollen wir drei? Etwas Spaß zu machen. Ich habe noch viel interessanteres Spielzeug als dieses Hologramm. Was wollen Sie? Hey, jetzt zieh doch nicht so ein Gesicht. Was ich will? Die Frage ist, was ihr wollt und ob es sich hinter dieser Tür befindet. Beeilt euch, ich warte. Oh Gott. Chefin, was jetzt? Ist eine Falle. Das weiß ich selbst. Aber wir haben keine Wahl. Ganz deiner Meinung. So. Na, ja, du bist wieder am Leben. Lass mich dich mal heilen. Okay. Dann gehen wir mal weiter, ne? Und Scarlett hier schon so freundlich einlädt. Natürlich gibt es ja auch noch ein Ding zum Heilen. Wir sogar zu aufschauen, ne? Alles klar, machen wir. Danke. Bitte treffen Sie Ihre Wahl für den Test. Okay. Eine Sekunde. Waffenrüstung. Ist hier irgendwas, was hier. Der auf magische Abwehr. Ja, wir haben jetzt hier natürlich Sachen in unserer Abwehr wie blöd erhöhen, aber keine Materia-Slots haben. Der Ninja Armreif, der gibt uns ja hier doppelte Punkte hier für Materia, Fertigkeitspunkte. Ich brauche ja eigentlich gar nichts. So, warte mal hier. Knarre oder Qualle? Die Qualle. Okay. Kämpfe ich jetzt gegen Quallen? Dann weiß ja los. Ich frage mich, ob ich zu den einen Dingen zurückkehren kann. Und die Kisten kaputt machen kann. Ich glaube nicht. Oh Mann. Ja, was geht? Mal den. Schon wieder falschen angefangen gedrückt. So, ich will mal wieder was warten, bis er wieder hier seine Analyse voll hat. Ich weiß nicht, ob ich die schon. Oh, was? Ja, ich glaube, ich kann irgendwie so ein perfektes Ausweichen machen, wenn ich zur richtigen Zeit irgendwie blocken drücke, ne? Weil sie hat immer so ein Ding hier. Die hat immer so Schriftzeichen wieder auftauchen. Wie pullst du dich bitte schön hier in den Boden ein? Noch mehr ein Stück.
klang auch voll mystisch gerade. Warum dauert das hier so lange, ey? Heilen! Ich mal kurz ins Menü. Bitte treffen Sie Ihre Wahl für den Test. Okay, meine Materia ist hochgelevelt. Heilen. Oh. So, spinne ich oder kriege ich irgendwie nichts hier von diesen FP-Boost hier irgendwie mit? Irgendwie bekomme ich davon nichts mit. Irgendwie ist das hier viel schneller gelevelt. So. Fangen wir da rein. Dann nehmen wir anstatt FP Boost irgendwas anderes, ne? Erdschlag. Dann nehmen wir, keine Ahnung. Hier wird die Stand der RTP Leistung verdoppelt. Wollen wir MP Boost, Skill Boost. Wollte nicht. Jetzt geht das Schock, sondern lädt die ATP-Leiste auf. Keine Ahnung, Mann. Effizienz blocken wäre eigentlich für sie auch gut, ne? Drei verschiedene Kommandos. Wäre aber eigentlich auch nicht schlecht, ne? Nehmen wir das hier aber. Ne. So, heilen ist natürlich jetzt blöd. Ach, da ist gar nicht wie im. Stimmt, ist gar nicht wie im Original, wo ich hier eine Kopie von der ersten Level von Heilen hier erstelle, wenn ich eins maximiert habe. Ne? Im Original war es so, wenn man eine Materia gemeistert hat, dann kriegt man eine weitere Kopie davon. Aber eine, die auf Level 1 ist, wieder. Also. Die hat sich sozusagen dann vermehrt. Aber scheint hier nicht der Fall zu sein. War wahrscheinlich im Remake auch nicht so. So, was haben wir hier? Die Dinger sehen so aus wie diese Panzer auf Kashyyyk von Star Wars. Von den Druiden, ne? So, ich nehme die Kreissäge. Okay. Wie schlimm kann das schon sein, ne? So. Ich will Tage einsetzen. Warte mal, das sieht doch gar nicht aus wie das, was ich ausgewählt habe. Das sieht aus wie das andere. Oh nein. So, ich nehme an, du bist anfällig gegen Elektro, ne? Wirksam, ja. Sarah, ach genau, davon habe ich ja ein Ding gehabt. Ich mache einmal kurz das hier, ne? Dann mache ich jetzt mal deine Sägeblätter ja kaputt, ne? Aua. Du setzt mal dein Ding wieder ein. So, solange ich das Ding nicht angreife, geht dann auf ihn los. Aufschlagen gelernt. Ja, stark. Mach mal Gebet. Ein bisschen Heilung.
Oh, hat er gar nicht so wenig geheilt. Ins Gesicht. Stufe 33. Okay, erst einmal wieder. Hier gibt es bestimmt einige Sachen zum Leveln, ne? So. Wie viel habe ich? 14. Schaden von Sprungfähigkeiten, Meister, die präzise Abwehr. Was? Präzise Abwehr. Hm. Ich dachte, beim Abwehren kriege ich jetzt hier. Ja, weil das jetzt besser, ne? Schaden von normalen Angriff oder physische Attacke, ne? Weil das. Ja, dann Sachen lasse ich erstmal. Auge oder was auch immer das ist. Das sieht aus wie ein Haus. Nehmen wir das Haus. Oh Gott, es gibt ja so ein Hausmonster in Final Fantasy 7, ne? War ja so ein. Genau, das war ja ein Boss im. Im Hauptspiel. So. Wollte schon sagen, haben die schon wieder Gegenteil genommen? Nee, ne? Ah, das kommt her. Sie wirft immer ihren Schurken direkt weg, nachdem die sie den Angriff eingesetzt. Gar nicht funktioniert. Oh ja, stopp. Was? Warum lebt denn da noch? Okay, da war ein bisschen chillig im Vergleich zu vorhin. Flugzeug oder Asterix. Ja, man denn. Okay. Warte mal da. Oh nee, nicht die Viecher schon wieder. Aber diesmal haben wir einen etwas größeren Kampfplatz hier. Aua, aua. Mal die lange Fingerzeit. Aber hier sind magische Fähigkeiten nicht wirksam, ne? Lass mich noch mal gucken. Immun gegen Magie. Immun gegen Beißen anscheinend. Immun gegen Beißen und Katzen. Aber. Dann hau ich dich eben so kaputt. Weil sie wirft immer direkt ihren Schurken. Ich habe schon wieder einen falschen Angriff angesetzt. So, erstmal Gebet ein. Und ich habe so kaputt. Oh, diesmal habe ich aufgepasst. Nein. Ja. Mission erfüllt. Abgeschlossen. Letzter Test wird begonnen. Okay, ich glaube, da soll ich mich heilen. Ja. Bin ich wirklich noch wahr hier?
habe ich noch mal. So, fast voll AP. Was kommt jetzt? So, bist du denn? Hm, ist er putzig? Planierraupe? Nein. Au! Wirksam alles. Eis, Wind, Elektro, stark resistent. Feuer, Eis. Dann machen wir mal Flammen. Das block ich mit links. Dusch. Ausgewichen. So, komm mal her, du Stück. Getroffen? Ich weiß es nicht. So, etwas Gradzeitung bitte. Oh, da liegt er am Boden. Lauf hin, lauf hin, lauf hin, lauf hin, lauf hin. Na. Da geht auf ihn los. Jetzt haben wir ihn. Ein Stück. Gesagt eintreten. Ich will auch mal die Beine schwingen. Irgendwas sagt mir, wir kommen nicht mehr zu dem Kistenkrieg hier zurück. Obwohl, hier ist ein Aufzug. Ist hier ein Aufzug? Test erneut beginnen? Nein. Sagen wir nicht, ich muss alle möglichen Dingens hier Resultate irgendwie aktivieren oder so, keine Ahnung. So, wie sieht's levelmäßig aus? Ja, geht relativ schnell, ne? Ich meine, Maximum Level war 50, ne? So, was hier? Megatrank. Ja, muss ich ja mal kaufen, ne? Okay. Ich überlege gerade, was mir irgendwie mehr Spaß macht zu zocken. Oh Gott, Final Fantasy 16 oder das hier? Wo sind wir? Das Kampfsystem von Final Fantasy 16 macht Bock. Funktioniert nicht, oder? Aber ich zumindest hoffen. Ich finde die Rollenspielelemente in diesem Spiel besser. Mit der Materie und so. Ich bin wirklich beeindruckt. Jetzt spiel dich hier nur nicht so auf. Ich weiß, dass du Schiss hast. Ach, meinst du? Vielleicht ja. Ganz Wutai ist voll mit solchen Ninja wie uns. Stell dir das mal vor. Eine gigantische Armee Ninja, die hier einfach so eindringt. Das wäre schrecklich. Dann müssen wir uns gut vorbereiten. Das bringt gar nichts. Jetzt sei doch nicht so. Gib uns eine Chance.
Oh Mann. Ich präsentiere. Das ist das allerneueste Modell von Exometer. Natürlich von mir entworfen. Oh Mann, schon genau was hier? Genießt diesen aufregenden Kampf. Auch wenn es euer letzter sein wird. Ah. Aber das, ah, da kommt auch noch Zeug. Ja, geht direkt darauf los, ist klar. Okay, hier ist ein Schlag kaputt. Das ist schon mal gut. Ah. Einmal analysieren, bitte. Okay, ja, Elektro war mir schon klar, ne? Wenn Scarlett ohnmächtig ist, bleibt die Exometer stehen und seine Schockleiste fühlt sich. Okay, einfach draufhauen, ich verstehe schon. So, aua. Solange ich mehr so meine magischen Schuriken hier ausrüsten, habe ich so für. Ne, ne, warte mal, ich warte, bis er zwei hat. Ist das Ding zum. So, noch ein Beta-Ton. Ah, geh weg. Jetzt mal das hier machen. Ah. War ich da hoch? Oh, das ist cool. Kann ja Luft die Dinger werfen. Damit ich dann Final Fantasy 15 mit Schwerter und die Waffen werfen kann, ne? So, ich sollte vielleicht mal, vielleicht sollte ich auf mich Regener machen oder von beide, nehme ich mal an, und die Wirksamkeit dadurch auch reduziert, weil nicht. Ah. Ah. Ja, schon leicht tot, ey. Oh, was? Warte mal, du hast mehrere. Aber ich greife Scarlett die ganze Zeit an. Noch mehr. Gewitter Verbannung. Dash. Oh, Mann. Ah, ah, die ganze Zeit in Bewegung, Mann. Da, nicht immer auf mich, Mann. Nehmen wir mal nur Vita. Ich glaube, das reicht schon, ne? Ja. Ah. Lass mich mal provozieren. Oh, Mann. Ah. Ah, aber das blöde Ding auf mich zu schieben. Ja. Ah, ich treffe nur eins von den Dingern. Ich weiß gar nicht, ob ich hier angreifen soll. Soll ich sie angreifen oder? Lieber sie oder das Teil angreifen. Ja, jetzt wird sie wieder T-Posen. Entschuldigt die Verspätung. Oh mein Gott. Hat er noch alles für Klamotten? Claymore. Gute Serie. Ah. Man kann ja fast voll AP, alle. Ja, ne? Mal den, ja. Mein
Aber beschwören, Ramu. Erstmal ein Blutrausch. Das. Gleich aber mit Ramu, ne? Dann kann ich die Dinger da kaputt machen. Na, was war hier? Aber da war ihre Animation, wenn sie Zauber einsetzt. Wo sie jetzt Shuriken so vor sich hält, da macht sie irgendwie diese komische Pose. Sehr cool. Gar nicht drauf geachtet. Aber ich soll mal mit der Magie einsetzen, ne? Damit ich das mal sehe. Ja, du kannst ja auch Ramus Fähigkeiten einsetzen, ne? Los, Set, mach sie fertig. Nein, nein, ist ja nicht Set. Aber es gibt ja auch ein Set. So wie in fast jeden anderen. Final Fantasy. Ja, ich glaube, ich tue mal gehen, aber wieder einsetzen. Ich glaube, er hat voll gemacht. Ich war die ganze Zeit voll AP. Da. Mal den hier. Nein. Komm, ich fäng's wieder runter, wenn ich mal einen angefallen setze. Na, was jetzt? Jetzt sollte ich mal gleich machen. Da, Ramu. Oder? Jungs, das Gericht. Königs am Reif. Eindeutig nicht wendig genug. Die Gelenkaktuatoren müsste man wechseln. Und dann... Wir sind auch noch da. Oh? Ihr kleinen Bauerntrappel. Was wird das? Was? Da eine Bombe? Vom Aussehen her ist sie eine Bombe, ne? Nehme ich an. So. Was ist da? Sephiroth. Sora? Bist du endlich wach? Weiß. Was machst du an einem Ort wie diesem? Sie wollen meine Daten, um mich im virtuellen Raum replizieren zu können. Alles bereit. Übertragen. Diese Narren von Shinra lernen es auch nicht. Ist Nero nicht der Typ von Crisis Core? Zu replizieren. Unmöglich. Du scheinst dich prächtig zu amüsieren. Ja, ich war schon zu lange nicht mehr auf der Jagd. Rede. Was war das? Hm. Die ganze Zeit dieses Ohrgeschreie. Ja, anscheinend nicht. Benimmt man sich so in Wutheit? Solon, lass mal.
Ich habe eine andere Frage. Wo ist die ultimative Materie? Oh, weißt du es aus? Die Edge of Cerberus. Ihr Ratten aus Wutai seid ja gut informiert. Oder heißt das, dass wir einen Verräter haben? Was ist? Sie beiden jetzt gerade aufgeweckt oder was? Beeil dich aber! Es stimmt schon. Wir arbeiten an der Erschaffung einer prächtigen Materie. Aber sie ist noch nicht fertig. Du lügst. Darauf kann ich nicht rein. Es stimmt aber. Andere Projekte waren wichtiger. Und die Tests wurden verschoben. Andere Projekte? Nicht verraten, aber wir werden die Platte über Sektor 7 sprengen. Ah ja, da kennen wir ja. Was meinst du? Was für eine Platte? Hä? Was zum? Oh, dein Freund steckt so ziemlich in der Klemme. Ach Mann. Willst du ihm denn nicht helfen? Ah, ich kann sie nicht treten. Beeil dich, Liebe. Okay, ich habe die beiden mal gegoogelt. Von Nero habe ich jetzt nichts gefunden, aber Weiß war der Bösewicht aus Dirge of Cerberus. Dirge of Cerberus ist hier ein Spin-off-Spiel, ein Third-Person-Shooter von Final Fantasy 7, wo man einen späteren Charakter trifft, spielt, den wir noch nicht getroffen haben. Und ja, Weiß ist, glaube ich, der Bösewicht, genau. Ich glaube, Omega hieß, glaube ich, der finale Boss. Da war dieses riesige Monster. Und Weiß hat sich irgendwie, weiß ich nicht, damit verbunden oder so. Das ist schon sehr lange her, seit ich das Spiel gespielt habe. Das war für PS2 damals. So, irgendwie komme ich hier nicht durch. Ich nehme mal Nero, sollte ich auch kennen. Ich kann aber nebenbei immer. Ich will mich jetzt nicht aus Versehen irgendwie spoilern oder so, ne? So, Final Fantasy 7. Nero. Ich finde, der Norbert von Nero ist ein nicht spielbarer Charakter aus Dirge of Cerberus, Final Fantasy 7. Der ist auch aus Dirge of Cerberus. Stimmt, da ist ein Boss. Genau. Ja, jetzt erinnere ich mich, da ist so ein Boss. Konnte er sich irgendwie heilen oder irgendwie sowas? Oder nicht? Stimmt. Ich kenne gar nicht mehr die ganzen Charaktere aus Dirge of Cerberus. Ich kenne noch Schelke hier, das ist dieses kleine Mädchen. Die hatte so zwei Lichtschwerter. Dann ist da dieser große Typ hier. Da waren, glaube ich, die waren befreundet oder so. Hab schlechte Neuigkeiten. Dann lass mal hören. Es gibt keine ultimative Materie. Zumindest noch nicht. Und dann ist da noch was. Sie sprengen die siebte Platte. Sprengen die siebte Platte? Ja. Zumindest hat sie das gesagt. Da gehen wir nach Hause. Weiß nicht. Da haben wir ja die falschen angefangen. Haben wir nicht gefunden. Dafür aber viele Informationen. Müssen wir unbedingt zurück nach Wutheim, Chefin. Deep Ground Soldat. Oh Gott. Weißt du, wie lange her, seit ich hier Death of Cerberus gespielt habe? Für PS2, wann ist das rausgekommen? 2000 irgendwas, 2003, 4 irgendwie sowas. Wow, what's up? Oh, die tragen aber auch solche Klamotten, sehe ich gerade. Ja, die haben ja auch immer, die haben so Neon-Klamotten alle angehabt. Ja, den Plot von Final Fantasy 7 Dirge of Cerberus habe ich keine Ahnung mehr. Ich weiß nur, Vincent war der Hauptcharakter. Das
zwar ein Third-Person-Shooter, aber und am Ende kämpft man gegen Omega. Dann gab es ja Schelke, dieses Mädchen mit den orangen Haaren, dann dieser eine riesige Typ mit der riesen Minigun, glaube ich, ne? Mehr weiß ich auch nicht. Deep Ground Soldat. Oh, Soldat, die sind wirklich wieder von Soldat. Ich kann wundern, warum die so stark sind. Ich nehme an, jeder Hardcore Final Fantasy 7 Fan ist jetzt bestimmt durchgedreht, als er die beiden gesehen hat. So, oh mein Gott, das sind da die beiden. Boah. Aber ey, ich habe nie. Oh. Oh mein Gott, ey. Aber hey, ich habe nie erwähnt, dass Final Fantasy 7 mein Lieblings Final Fantasy ist, ne? Das ist immer noch Final Fantasy 6. Die halten voll viel aus. Ja, normale Gegner, ja. Na, Regina, bitte. Muss sein, einer war fast tot. Na, einer ist weg. Ich nehme an, ich habe die analysiert, ne? Alter, ich kriege einfach hier mal so, ein Gratis-Hit in. Ja, das ist voll, voll nicht fair, Mann. Boah. Aber erstmal interessant, dass die irgendwie andere Feinde, hat den Spin-off hier irgendwie reinbringen in das Spiel. Aber der Age of Servo spielte, wenn ich mich nicht irre, nach dem Film sogar, also nach Advent Children, also die haben doch nur eigentlich gar keine Relevanz hier, die Typen. Also jetzt noch nicht. Ja, aber die haben auch alle so Klamotten angehabt. Diese blauen Linien überall. Da wäre ich was gegen die normale kämpfen. Ja, richtig coole Sequenz übrigens. Was? Simulator? Was? Aua, aua, aua! Da draußen wartet bestimmt eine ganze Armee auf uns. Aber wir haben keine andere Wahl. Okay. Oh Mann. Guck mal. So, ich habe ein paar Sachen, glaube ich, gelevelt, ne? Stehe eine Erde-Chakra, ne? Glaube ich. Chakra. Blöd. Kann ich nicht ein Level Up oder so bekommen? Ne. Ja, aber. Ich glaube, ich sollte mich ja so ein bisschen, weil nicht so, so Wissen hier so auffrischen über Dirge of Servos. ATP Aufladung. Verbinden. Was soll ich denn damit? Ich glaube, ich sollte mich so ein bisschen hier so nachlesen, hier noch mal einige Sachen. Was ich hier so, mehr brauche ich nicht. So, will ich überhaupt diesen Ding ausrüsten hier oder will ich die defensive Sachen hier ausrüsten? Irgendwie nimmt er sowieso schon relativ wenig Schaden. So, kann ich ihnen den Kampfstab lieber geben?
Er hat mehr Schaden. Ist, glaube ich, besser für ihn, ne? So, ja, genau. Phönixreif habe ich bekommen, ne? Der vom Feuervogel gesegnete Armreif wird einmal im Kampf auf Fähigkeit wirkt nicht gegen Spezialattacken, die sofortigen Tod verursachen oder wenn die TP 1 betragen. Wie funktioniert das bitte schön, wenn er sich wieder hier für mich opfert, wenn er sich hier opfert und mich dann wiederbelebt? Zählt das nicht gegen Spezialattacken, die sofortigen Tod verursachen oder wenn die TP 1 betragen? Ja. Yeah. Euch nicht, glaube ich. So, oh, hallo. Okay. Fragezeichen. Hm. Warum auch gemütlich draufsetzen, ne? Sie ist gerade auf den Hintern so gelandet. So, au, 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 au. Und direkt. Ah, keine gute Idee. So, wieder was Neues. Ne, einfach nur wieder. Komme überhaupt nicht mit, kriege ich überhaupt irgendwie halbwegs Geld durch irgendwas. So, alles wieder. Ach, hier sind die ganzen Sachen, was ich die verpasst hätte, ne? So, überraschenderweise sind die Bosse irgendwie nicht so schwierig, oder bilde ich mir nur ein? Die Bosse sind jetzt nicht so schwierig. Scarlet war jetzt nicht so schwierig. Ich finde übrigens richtig gut, was sie ja mit Scarlet gemacht haben in diesem Spiel. Ich finde sie viel unterhaltsamer. Diese ganzen Charaktere, die ganzen Shinra-Mitarbeiter, so Heidegger und Palmer, Skull, die hatten jetzt nicht so viel Charakter im Original, ne? Deswegen finde ich gut, dass die ja so viel mehr Persönlichkeit hier haben in diesem Remake, weil die halt mehr Zeit haben, ne? Weil Midgard ja nur so, weil nicht so 10 Stunden oder so gedauert im Original, ne? Dann ist ja nach 10 Stunden irgendwie schon auf der Weltkarte gewesen. Dann stecken wir hier fest. Ja, ich hatte seine Waffe gewechselt, ne? Hm. Oh Mann. Arbeit. Dein Auftritt. Mach mit ihnen, was du willst. Oh Mann. Na, ich werde schon etwas früher. Ich glaube, nachdem er geschrien hätte. Ich glaube, der wird wehtun. Schmerzempfinden auf maximale Stufe gesetzt. Was war das? Wir denken wohl, wir langweilen uns. Wir sollten uns auf einiges gefasst machen. Oh Mann, na, ich muss ja schon. Namenloser. Das war. Let's go. Beruhig dich mal, Kollege. Oh. Ich mach mal Regina auf uns beide. Ja, und Lotus Dia bitte mal analysieren. So. Ich kann ihn ja hoffentlich gleich analysieren. Da kann ich vielleicht sehen, irgendwie einige Informationen von dem Typen. Ne? So, Eis habe ich gesehen. Ich habe noch Post.
Ha. Ach, da tut gar nicht ein ATB-Balken, da tut nur so ein bisschen was verbrauchen. Ah. Ja. Chimäre durch Kombination verschiedener Lebewesen. Okay. Das habe ich nicht gesehen, was. Egal. Sie sehen mir nicht so tough aus. Hast du gerade wieder Dings eingesetzt? Ha. Geh mal drauf. Ah, nichts gemacht. Ja, was hat er gemacht? Ins Gesicht. Ins Gesicht. Bitte was? Nein. Ja, ich glaube, ich hatte eine Wahl haben hier. War ja schon tot. Was? Aber der ist gerade weggegangen. Gar nichts wirksam, immun gegen fast alles. Ja, da ist der Projektor. Ja, jetzt hat er ihn eigentlich analysiert, weil er kurz weg war. Ha. So, noch mal. Bitte dich auch. Dämonische Schöpfung, eine künstliche Lebensform. Hier hat niemand irgendwie mal zum Klauen, ne? Ah. Ich habe gesehen, ich kann einen Arm angreifen. Eis. So, du mach mal, obwohl warte mal, bis er wieder ein Gebet hat, ne? Ihr seid nicht echt. Wir müssen eine Projektion von meiner Wahrnehmung. Du bist nur ein Genio zu. Ins Gesicht. Hat er gar nichts gemacht. Haha. Das mache ich auch was. Wirkungslos, was? Entschuldige, was? Dann habe ich eben auf dich drauf. Nein. Feuer. Ich glaube, dein Arm ist irgendwie ging gar nichts an sich. Ah. Okay. Nee, da steht Schwäche. Der Arm ist aber nicht. Nein. Ach, wir sind doch voll Schaden. Komm her, Stück, komm her, Stück, komm her, Stück. Ah, ist er immer noch am Leben. Regener schon ab. Regener schon wieder abgelaufen, ne? Oh mein, jetzt kommt noch einer. Ramo, bitte. Was passiert wohl jetzt?
So, klär mal vor uns hier. Na, jetzt geht er natürlich weg. Nein, fang grad links an. Hörte mich, Ramu. So, ich setze mal Regen auf uns ein, ne? So. Stück, komm her, du Stück, komm her, du Stück. Nein, hier geblieben. Oh, Ramu setzt gleich dein Ding ein. Perfekt. Perfektes Timing. Oh. Ionenschlag. Ionenschlag heißt das, nicht jüngstes Gericht. Ah, der lebt immer noch. Jetzt nicht mehr. Jetzt ist er weg. Wir sind aus der Matrix entkommen. Wir müssen hier so schnell wie möglich raus. Okay. Ich heim mich wieder. Ah, jetzt kommt wahrscheinlich. Ja, jetzt kommt wahrscheinlich Nero, ne? Nero, Nero. Okay. Ich glaube, ich werde mir noch mal einen Kampf ansehen von Dirge of Cerberus, ne? Bevor ich hier reingehe. Einfach nur um zu sehen. Hm. Ich vielleicht so einen Parallelen irgendwie so herstellen kann. So, oh, den Angriff habe ich im Bosskampf gesehen. So, was haben wir hier noch? Physischer Angriff, physische Attacke. Physische Attacke, ne? Wo ich ja eigentlich mehr so auf Dings gehe mittlerweile, ne? Ich weiß gar nicht, ob Yuffie überhaupt magisch oder angriffsmäßig ausgelegt war, so im Original. Sie mehr Magie mäßig drauf war. Ich glaube sogar ja, ne? Okay, Feuerelementar-Attacke bei hohen TP, magische Attacke plus 5. Angriffsmagie benutze ich alles nicht. So. Das sind alles Sachen, die ich gar nicht einsetze. Bei hohen TP, magische Attacke, bitte. Okay. Guck mal, die Dinger wenigstens leveln, ne? Weiß nicht, ob ich materialmäßig wieder irgendwas gelevelt habe. Physische Attacke. Warum habe ich hier so wenig Sachen? Aber zusätzlicher Materia-Slot. Ausgezeichnet. Physische Attacke, ja, ne. Hm. Gut ist, selbst die normalen Waffen, die Anfangswaffen können hier irgendwann sehr viel besser werden. Finde ich richtig gut. Ich glaube, ich sollte echt irgendwie auf diese umsteigen, damit ich hier beide Sachen habe, ne? Außerdem mehr. Weil ich setze sowohl magisch als auch normal ein. Das wollte ich nicht. Ich glaube, ich sollte auf den normalen Schuriken wieder wechseln. Außerdem habe ich da einen Materia-Slot mehr. Das war in allen Werten schlechter. Was? Wie geht das denn? Ach, weil da jetzt keine Dinger drunten sind, ne? So, okay, wollte schon sagen. Ja, jetzt nur Dings besser, ist klar. So, die Frage ist, was packen wir da noch rein? Heilen, Amplifikation, Magieboost, Stehlen, Erschlag, Effizienz blocken. Würde eher Magieboost hier reinpacken, ne? Damit das schneller der TP boost.
Erstschlag. Effizienz blocken oder Erstschlag. Vielleicht soll ich Hast. Ich weiß aber nicht genau, was Hast macht, wenn ich ganz ehrlich bin. Man tut eine Menge Werte erhöhen. Wieso habe ich eigentlich tot schon? Ah, das ist nur, das ist gar nicht. Das ist einfach nur hier Anti-Z hier. Oder wie auch immer. Einen anderen. Ich muss mal am Final Fantasy 10 denken mit Anti-Z. Ich weiß nicht, ob ich das mitten im Kampf schaffe. MP-Boost. Glück plus 1, cool. Eine Fähigkeit, mit der ein Angriff abgewehrt und der Gegner im Anschluss ohne Verzögerung angegriffen werden kann, wird aktiviert, wenn während des Ausweichens mit Kreis oder R1-Taste gedrückt halten wird. Ausweichen mit Kreis, die R1-Taste. Also was geben wir hier dann mal, gucken, ob ich das hinkrieg. So, brauchst du auch noch was? Oh ja. Den hier. Das ist so still gerade. Gar keine Musik. Gar nichts. Oh, da ist Zeug. Zuerst der Materia-Slot. Wenn er ist verbunden. Da hat er ja schon einen, ne? Ne. Magische Attacke, physische Attacke, TP Maximum bitte. Ah, schon wieder alles weg. Okay. Cool. Sieht hier aus. Ist da irgendwas Cooles drin? Ja, guck mal hier. Zwei zusätzliche Materia Slots, aber die muss ich wahrscheinlich erstmal wieder verbinden, ne? Jetzt wird sich Materie. Okay. Oh, da gehen wir mal physische Attacke. Ne. Wir sind hier. Ah, vielleicht wechsle ich dazu. Ne. Ja, was soll ich denn die noch geben? Ich weiß es nicht. Gibt es denn hier noch schönes Gilboost? Boah, eigentlich kein Geld hier. ETAT will heißt auf. Wenn aufeinander angreifen, ATB können und dann provozieren. Die Sachen sitzt da ja alles nicht ein. Also weit, ich könnte ihnen das geben, ne? Dann könnte er ja das einsetzen. Also weit, das mache ich auch. So, bei dir sind die Werte sowieso nicht wichtig. So, dann gebe ich dir mal hier Zeit. Dann kannst du nämlich Hast einsetzen. Weiß nicht genau, ich glaube, Hast tut die ATB-Leiste schneller füllen, ne? Wenn ich mich nicht irre. Das ist das Einzige, was jetzt hier Sinn machen würde. Und ja, cool. Dann würde ich sagen, ich nehme an, mit Nero müssen wir uns hier als nächstes kloppen, ne? Da wird vielleicht ein Spaß, ne? Der könnte vielleicht interessant werden. Ich habe jetzt nicht gerechnet, hier mit Charakteren aus Dirge of Cerberus hier zu treffen. Aber ja, gut. Ich weiß nicht mehr, was deren Deal ist, ne? Diese Soldaten scheinen wohl alle irgendwie hier. Ich kann ja mal nachgucken hier, ne? Deep Ground Soldat. Ein Soldat, der in Shinnas unterirdischen Forschungslabor Deep Ground durch skrupellose Experimente auf der Suche nach dem perfekten Kämpfer erschaffen und dort versiegelt wurde. Ja, die hatten nämlich alle solche Linien hier. So Schelke und hier der eine Typ hier, der hieß, glaube ich, auch irgendwie nach einer Farbe oder so. So ein riesiger Typ. Wie hieß der Typ nochmal? Ich google ihn mal. So. Dirge of Cerberus, Big
guy. wie hieß der Typ nochmal? Da finde ich nichts. Der hatte eine Minigun, ne? Minigun Guy. Ich finde hier nichts. Machine Gun Guy. Finde ich nichts. Ich finde hier nichts. Ja, warum war da gerade Noctis mit einem Snipergewehr? Dash of Cerberus. Lass mich mal auf Dash of Cerberus Wiki gehen auf Deutsch. Mich so aufzufrischen, ja, so was da noch mal geht. Dash of Cerberus Final Fantasy 7 ist eine Fortsetzung des siebten Teils der Final Fantasy Rollenspielserie Final Fantasy 7 von Square Enix, bla 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 bla. In diesem nach dem filmischen umgesetzten Fortsetzung Final Fantasy 7 Advent Children angesetzten Spiel ist Vincent Valentine die Hauptfigur, welcher bereits im Originalspiel auftrat, den aber noch nicht getroffen. Im Gegensatz zu den meisten Spielen der Final Fantasy handelt es sich um kein Rollenspiel, sondern einen Third-Person-Shooter. Ja, ich habe das Spiel noch irgendwo. Die Handlung des Spiels setzt 3 Jahre nach dem ersten veröffentlichten Spiel der Serie und 1 Jahr nach dessen filmische Umsetzung ein. Eine Gruppe, die durch Soldatexperimente des Shinra-Konzerns herangezüchtet und mit übermenschlichen Fähigkeiten ausgestatteten Krieger, die Deep Ground genannt werden, da kam die sogar zum ersten Mal vor anscheinend, verwüsten eine Vielzahl von Städten und entführen einige der Einwohner. Vincent Valentine, der gegen die Deep Ground Soldier kämpft, erfährt von dem Vorhaben der Anführer dieser Gruppe, die sich Civets nennen und die Welt mit einer Erweckung des legendären Bestien Omega zu vernichten drohen. Das weiß ich noch. Das war finale Boss. Und das Spiel kam übrigens 2006 raus, sehe ich gerade. Und das Einzige, was ich noch weiß, ist, der finale Bosskampf hatte so ein richtig geiles Lied von so einem richtig populären Sänger. Ich glaube, der ist, glaube ich, Gackt. Er ist, glaube ich, ein richtig populärer japanischer Sänger. Und der hat irgendwie den finalen Bosskampf, das Thema vom finalen Bosskampf hier gesungen, was richtig episch war. Im Spiel ist das Ziel des Spielers in der Rolle von Vincent Valentine die Welt zu retten, indem er auf seiner Mission die WOR, World Regenis Organization, dabei unterstützt, die Machenschaften der Deep Ground Gruppe zu beenden und ihr Vorhaben zu stoppen. So. Ihr Hauptgegner in diesem Spiel sind die Civets, eine Fünfergruppe hochgezüchteter Krieger, Weiß der Unbefleckte. Er ist der Anführer der Civets. Er ist den Großteil des Spiels über tot. Am Ende wird er wiederbelebt, doch wird von Hoyo kontrolliert. Nach einem harten Kampf vereint sich sein Bruder Nero mit ihm und Hoyo wird endgültig vernichtet. Doch der Kampf ist noch nicht vorbei. Im letzten Kapitel bekämpft man Weiß noch zweimal. Während des Spiels erfährt man nicht allzu viel von seiner Persönlichkeit. Er kämpft mit 2 Gunblades. So, Nero, der Pechschwarze, Rosso, der Blutrote, Schelke, die Transparente und Azul, der Kobaltblaue. Genau, Azul war der richtig große Typ mit der Minigun. Schelke war das Mädchen mit den orangen Haaren. Ich weiß nicht mehr, wer Rosso ist, der sagt mir jetzt nichts mehr. Nero, der Pechschwarze, den haben wir ja auch gerade gesehen, ne? Und Weiß war halt der Hauptbösewicht, ne? Der sich halt mit Omega hier verbunden hat. Damit man gegen so ein riesiges Monster am Ende gekämpft hat, ne? Also das ist so ungefähr der Plot von Dash of Cerberus, ne? So, haben wir das auch aufgefrischt? Gut. Ich werde mir mal den Bosskampf anschauen von dem Nero hier, bevor ich hier weitermache. Einfach nur, um zu gucken. Weil ich tue mich jetzt ja nicht wirklich spoilern. Ich habe das Spiel ja gespielt, ne? Es ist nur so lange her, 2006, ne? Und ich habe das bestimmt so zu der Zeit gespielt, also... Wie lange ist das her? Über 10 Jahre. 12, 13, 14 Jahre, 15 Jahre. Nee, ich kann nicht rechnen. 19 Jahre. Okay, 18 Jahre, keine Ahnung. Das ist eine lange Zeit. Okay, es ist zu spät für mich zum Rechnen gerade. So, aber ja, wir sehen, was da als nächstes passiert in der nächsten Folge. Ne? Ich bin gespannt, wie das hier so über die Story so übergeht, ne? Weil die Events, die sind ja, weiß nicht, das erste Mal, wo man die sieht, ist ja 3 Jahre später, ne? Deswegen bin ich mal gespannt, was deren Vorgeschichte, nehme ich mal an, ist, ne? Deshalb wäre oder weniger deren ersten Auftritt dann.
Gut, aber ich sag dann Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, hinterlasst doch bitte ein Like, ein Abo, einen Kommentar. Das würde mich voll freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Ciao.